ich mal sagen, murmelte er leise. Aber ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Angst. Wenn man uns erwischt, dann könnte alles rauskommen. Isuna nickte. Damit müssen wir dann wohl leben. Aber soll ich dir was sagen? Mir ist es mittlerweile egal. Ich wäre sogar froh, wenn Madara alles wüsste. Dann wüsste ich wenigstens auch, woran ich bin und was mein Bruder für mich empfindet. Auch wenn ich manchmal denke, dass er mich nicht liebt. Ich meine, Madara ist so dermaßen unsensibel. Den könnte man wirklich mit einem Holzklotz vergleichen. Sasuke sah ein wenig besorgt zu Isuna und streichelte über seinen Kopf. Mensch, dein Bruder ist ein Holzklotz und was ist meiner? Itachi würde nie merken, was ich für ihn fühle. Selbst wenn ich ihn in den Hintern treten und ihn anschreien würde. Aber irgendwie lieben wir sie ja doch. Leise seufzte Isuna und er nickte. Dann erschien aber wieder ein schelmisches Grinsen auf seinen Lippen. Komm, wir müssen los. Immerhin haben wir noch eine Menge vor, würde ich sagen. Schüchtern sah Sasuke ihn an und nickte dann ein wenig. Gut, dann lass uns mal loslegen. Die beiden erhoben sich und zogen sich erst einmal wieder vernünftig an, ehe sie sich rausschlichen und sich an ihre Arbeit machten. Diese Hochzeit musste verhindert werden. Um jeden Preis. Die beiden Bräute hatten an diesem Tag ebenfalls eine Anprobe, und während die eine dastand wie ein Häuflein Elend und kurz davor war, in Tränen auszubrechen, strahlte die andere wie eine riesige Glühbirne. Sasuke und Isuna hatten sich in den Laden hineingeschlichen und beobachteten die beiden. Irgendwie ist mir Madaras Verlobte sympathischer, nuschelte Sasuke leise, doch sein Cousin schnaubte. Also mir nicht. Dieses kleine Hühnchen da passt doch überhaupt nicht zu ihm. Was soll mein Bruder denn mit so einem kleinen grauen Mäuschen? Sasuke musste leise lachen und zuckte mit den Schultern. Als die beiden Frauen sie dann bemerkten, räusperte sich Isuna ein wenig und lächelte. Wir sind geschickt worden, um zu überprüfen, wie eure Kleider sitzen. Immerhin sind wir ja bald auch verwandt, und da hat man uns den Auftrag gegeben, die Anprobe zu überwachen. Und keine Sorge, wir werden euren zukünftigen Ehemännern nichts davon erzählen. Sofort sprang Itachis Verlobte auf Sasuke zu und zog ihn mit sich. Sie wollte ja immerhin die perfekte Braut für Itachi sein, und Sasuke musste aufpassen, ihr nicht die Augen auszukratzen. Auch Isuna ging zu der Verlobten seines Bruders und musterte sie ein wenig. Das Kleid steht dir. Du siehst wirklich hübsch aus, versuchte Isuna, das Vertrauen seiner Schwägerin zu erschleichen. Wie heißt du überhaupt? Ich habe deinen Namen noch gar nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Tut mir leid, nimm es mir nicht übel, ja? Schnell schüttelte das Mädchen den Kopf und stellte sich dann als Harui vor. Na, das ist doch mal nett. Und ich weiß wirklich überhaupt nicht, warum du immer so böse guckst. Du bist doch eine hübsche junge Frau. Und ich finde, du siehst sehr schön aus in dem Kleid, meinte Isuna und versuchte weiterhin, das Vertrauen der jungen Frau zu bekommen. Wenn sie glaubte, er wäre ihr Freund, dann würde er vielleicht etwas über sie herausbekommen. Und Sasuke hatte sich die gleiche Aufgabe gestellt. Wenn die Mädchen dachten, sie würden sie mögen, dann würden sie nie darauf kommen, dass sie ihre Hochzeit sabotieren würden. Da würden dann überhaupt niemand drauf kommen, wenn sie sich reinknien würden und so taten, als wollten sie die Hochzeit auf jeden Fall unterstützen. Harui seufzte leise und zupfte ein wenig an dem Kleid herum. Die Schneiderin zupfte ebenfalls und steckte dann hier und da eine Nadel fest. Als sie ging, um die Maße aufzuschreiben, sah sie Isuna an und lächelte schwach. Naja, es könnte daran liegen, dass ich deinen Bruder nicht liebe. So leid es mir auch tut. Ich finde ihn wirklich nett und irgendwie ist er ein lustiger Kerl. Aber liegen kann ich ihn nicht und heiraten. Ich weiß nicht, es fällt mir so schwer. Ich kann mich an den Gedanken eben einfach nicht gewöhnen. Isuna schnaubte. Starrte einen Moment auf den Boden und musste sich konzentrieren. Warum musste sein Bruder jemanden heiraten, der ihn gar nicht liebte? Das war doch doof. Und Madara hatte jemanden verdient, der ihm die Welt zu Füßen legte. Und niemanden, der ihn eigentlich gar nicht wollte. Jedenfalls sah Isuna das so und es quälte ihn zu wissen, dass Harui seinen Bruder nie würde lieben können. Aber warum denn nicht? Flüsterte er leise und sah dem Mädchen in die schüchternen Augen. Warum kannst du meinen Bruder nicht lieben? Ich bin mir sicher, dass er immer lieb zu dir sein wird. Davon war Isuna überzeugt, denn sein Bruder würde mit Sicherheit der beste Ehemann der Welt werden. Und dann musste er an ein Mädchen geraten, das ihn überhaupt nicht lieben konnte und sich ja offenbar auch nicht einmal die Mühe machte, das zu verbergen.
So lange kannten sie sich auch wieder nicht, aber Harui schien ziemlich froh zu sein, dass sie endlich mit jemandem reden konnte. Ich hoffe, du hasst mich jetzt nicht, aber ich habe schon einen Freund, den ich wirklich über alles liebe. Er ist der Mann meiner Träume und der, den ich eigentlich heiraten will. Auch wenn dein Bruder noch so ein lieber, netter Kerl ist. Ich liebe meinen Freund und den möchte ich auch heiraten. Perplex starrte Isuna die Frau an und senkte dann seinen Blick. So ist es, nuschelte er leise und räusperte sich, als die Schneiderin wiederkam und erneut an ihr herumzupfte, um dann Sekunden darauf wieder zu verschwinden. Beschwörend sah er zu Harui und flüsterte ihr leise zu: Keine Sorge, du wirst meinen Bruder nicht heiraten müssen, wenn du das nicht willst. Ich werde mich schon drum kümmern. Harui sah ihn fragend an und legte den Kopf schief. Was meinst du damit? Flüsterte sie leise und er grinste frech. Naja, wenn du meinen Bruder nicht liebst, dann musst du ihn auch nicht heiraten. Ich wünsche mir für meinen Bruder jemanden, der ihn lieben kann. Und wenn du das nicht kannst, dann muss ich diese Hochzeit eben verhindern. Harui bekam beinahe Tränen in den Augen, denn sie ahnte ja nicht, dass Isuna das nur mehr als recht war. So hatte er Harui auch noch auf seiner Seite. Und wenn die schon glaubte, er würde das für sie machen, dann passte ihm das nur noch mehr in den Kram. Sie würde also nicht wütend sein, wenn die Hochzeit platzte. Er warf einen Seitenblick zu Sasuke rüber, der ein wenig gequält aussah. Anscheinend versuchte er wirklich, einen auf guten Freund zu machen, aber das fiel ihm schwer. Isuna konnte in seinen Augen sehen, wie sehr er der Frau am liebsten an den Hals gesprungen wäre. Und Harui stupste Isuna ein wenig an. Die scheint aber ganz schön in die Tasche verschossen zu sein, was? Das ist mir schon ein wenig unheimlich. Wir haben uns gestern getroffen wegen der Hochzeit und sie hat die ganze Zeit nur von Itachi geredet, als wäre er sowas wie eine Gottheit. Isuna zuckte ein wenig zusammen und schmunzelte. Die hat auch einen Knall, das muss ich aber wirklich sagen. Verrat uns nicht, aber die wollen wir eigentlich auch von Itachi losbekommen. Leise kicherte Harui und legte sich einen Finger auf den Mund. Von meinen Lippen wird kein Wort kommen, versprochen. Isuna grinste und nickte. So hatte er jedenfalls noch eine Verbündete mehr und das machte seine Aufgabe irgendwie leichter. Würde ich mal sagen, murmelte er leise. Aber ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Angst. Wenn man uns erwischt, dann könnte alles rauskommen. Isuna nickte. Damit müssen wir dann wohl leben. Aber soll ich dir was sagen? Mir ist es mittlerweile egal. Ich wäre sogar froh, wenn Madara alles wüsste. Dann wüsste ich wenigstens auch, woran ich bin und was mein Bruder für mich empfindet. Auch wenn ich manchmal denke, dass er mich nicht liebt. Ich meine, Madara ist so dermaßen unsensibel. Den könnte man wirklich mit einem Holzklotz vergleichen. Sasuke sah ein wenig besorgt zu Isuna und streichelte über seinen Kopf. Mensch, dein Bruder ist ein Holzklotz und was ist meiner? Itachi würde nie merken, was ich für ihn fühle. Selbst wenn ich ihn in den Hintern treten und ihn anschreien würde. Aber irgendwie lieben wir sie ja doch. Leise seufzte Isuna und er nickte. Dann erschien aber wieder ein schelmisches Grinsen auf seinen Lippen. Komm, wir müssen los. Immerhin haben wir noch eine Menge vor, würde ich sagen. Schüchtern sah Sasuke ihn an und nickte dann ein wenig. Gut, dann lass uns mal loslegen. Die beiden erhoben sich und zogen sich erst einmal wieder vernünftig an, ehe sie sich rausschlichen und sich an ihre Arbeit machten. Diese Hochzeit musste verhindert werden. Um jeden Preis. Die beiden Bräute hatten an diesem Tag ebenfalls eine Anprobe, und während die eine dastand wie ein Häuflein Elend und kurz davor war, in Tränen auszubrechen, strahlte die andere wie eine riesige Glühbirne. Sasuke und Isuna hatten sich in den Laden hineingeschlichen und beobachteten die beiden. »Irgendwie ist mir Madaras Verlobte sympathischer«, nuschelte Sasuke leise, doch sein Cousin schnaubte. »Also mir nicht. Dieses kleine Hühnchen da passt doch überhaupt nicht zu ihm. Was soll mein Bruder denn mit so einem kleinen grauen Mäuschen?« Sasuke musste leise lachen und zuckte mit den Schultern. Als die beiden Frauen sie dann bemerkten, räusperte sich Isuna ein wenig und lächelte. »Wir sind geschickt worden, um zu überprüfen, wie eure Kleider sitzen. Immerhin sind wir ja bald auch verwandt, und da hat man uns den Auftrag gegeben, die Anprobe zu überwachen.« Und keine Sorge, wir werden euren zukünftigen Ehemännern nichts davon erzählen. Sofort sprang Itachis Verlobte auf Sasuke zu und zog ihn mit sich. Sie wollte ja immerhin die perfekte Braut für Itachi sein
und Sasuke musste aufpassen, ihr nicht die Augen auszukratzen. Auch Izuna ging zu der Verlobten seines Bruders und musterte sie ein wenig. »Das Kleid steht dir. Du siehst wirklich hübsch aus«, versuchte Izuna, das Vertrauen seiner Schwägerin zu erschleichen. »Wie heißt du überhaupt? Ich habe deinen Namen noch gar nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Tut mir leid, nimm es mir nicht übel, ja?« Schnell schüttelte das Mädchen den Kopf und stellte sich dann als Harui vor. »Na, das ist doch mal nett. Und ich weiß wirklich überhaupt nicht, warum du immer so böse guckst. Du bist doch eine hübsche junge Frau. Und ich finde, du siehst sehr schön aus in dem Kleid«, meinte Izuna und versuchte weiterhin, das Vertrauen der jungen Frau zu bekommen. Wenn sie glaubte, er wäre ihr Freund, dann würde er vielleicht etwas über sie herausbekommen. Und Sasuke hatte sich die gleiche Aufgabe gestellt. Wenn die Mädchen dachten, sie würden sie mögen, dann würden sie nie darauf kommen, dass sie ihre Hochzeit sabotieren würden. Da würden dann überhaupt niemand drauf kommen, wenn sie sich reinknien würden und so taten, als wollten sie die Hochzeit auf jeden Fall unterstützen. Harui seufzte leise und zupfte ein wenig an dem Kleid herum. Die Schneiderin zupfte ebenfalls und steckte dann hier und da eine Nadel fest. Als sie ging, um die Maße aufzuschreiben, sah sie Izuna an und lächelte schwach. »Naja, es könnte daran liegen, dass ich deinen Bruder nicht liebe. So leid es mir auch tut. Ich finde ihn wirklich nett und irgendwie ist er ein lustiger Kerl. Aber liegen kann ich ihn nicht und heiraten. Ich weiß nicht, es fällt mir so schwer. Ich kann mich an den Gedanken eben einfach nicht gewöhnen.« Izuna schnaubte, starrte einen Moment auf den Boden und musste sich konzentrieren. Warum musste sein Bruder jemanden heiraten, der ihn gar nicht liebte? Das war doch doof. Und Madara hatte jemanden verdient, der ihm die Welt zu Füßen legte. Und niemanden, der ihn eigentlich gar nicht wollte. Jedenfalls sah Izuna das so und es quälte ihn zu wissen, dass Harui seinen Bruder nie würde lieben können. »Aber warum denn nicht?«, flüsterte er leise und sah dem Mädchen in die schüchternen Augen. »Warum kannst du meinen Bruder nicht lieben? Ich bin mir sicher, dass er immer lieb zu dir sein wird.« Davon war Izuna überzeugt, denn sein Bruder würde mit Sicherheit der beste Ehemann der Welt werden. Und dann musste er an ein Mädchen geraten, das ihn überhaupt nicht lieben konnte und sich ja offenbar auch nicht einmal die Mühe machte, das zu verbergen. So lange kannten sie sich auch wieder nicht, aber Harui schien ziemlich froh zu sein, dass sie endlich mit jemandem reden konnte. »Ich hoffe, du hasst mich jetzt nicht, aber ich habe schon einen Freund, den ich wirklich über alles liebe. Er ist der Mann meiner Träume und der, den ich eigentlich heiraten will. Auch wenn dein Bruder noch so ein lieber, netter Kerl ist. Ich liebe meinen Freund und den möchte ich auch heiraten.« Perplex starrte Izuna die Frau an und senkte dann seinen Blick. »So ist es«, nuschelte er leise und räusperte sich, als die Schneiderin wiederkam und erneut an ihr herumzupfte, um dann Sekunden darauf wieder zu verschwinden. Beschwörend sah er zu Harui und flüsterte ihr leise zu, »Keine Sorge, du wirst meinen Bruder nicht heiraten müssen, wenn du das nicht willst. Ich werde mich schon drum kümmern.« Harui sah ihn fragend an und legte den Kopf schief. »Was meinst du damit?«, flüsterte sie leise und er grinste frech.